Tag zusammen, ihr Gartenhelden. Wie ihr seht, haben wir heute wieder Pflanz- und Basteltag. Zwei Dinge gleichzeitig. Es geht heute um unsere Melonen, die wir an einen zwar sonnigen, aber vor Regen geschützten Platz unterbringen wollen. Und dafür haben wir uns den Wackes ausgesucht, der ein kleines vorstehendes Dach hat. Und dort werden wir die Pflanzen setzen. Das Interessante daran ist, dass wir ein Ranggitter nach hinten setzen, wo die Melonen hochranken können, aber auch genug Platz haben, um sich über den Boden lang ranken zu können. Denn einzelne dieser Melonen sind natürlich sehr schwer und das hat zur Folge, dass sie nach unten drücken, während andere, die kleinen, die Mini-Melonen, können schön an dem Ranggitter hängen und können dann auch leicht geerntet werden. Ja, dann fangen wir doch jetzt einfach mal an und ich zeige euch, wie ich das mit dem Ranggitter mache. Material und Werkzeug sind eigentlich ganz einfach. Wir haben Spax-Schrauben mit Torx-Einsatz. Wir haben einen Bohrer, einen Torx-Bit. Dazu kommt ein Akkuschrauber und zwei Unterlegklötze. In die Pflanzgefäße legen wir diese Easy Drain Beutel von Emsa. Da sind kleine Steinchen drin, die saugen das Wasser auf und geben es langsam wieder ab, sodass immer ausreichend Feuchtigkeit für unsere Melonen da ist. Im Hintergrund haben wir die Andenbeere Goldvital gepflanzt. Das ist eine schöne Ergänzung zu den Melonen. Sie erreicht eine Wuchshöhe von 1 bis 1,5 Meter. Die auch als Kappstachelbeeren bezeichneten Früchte schmecken spritzig süß. Sie eignen sich besonders zum Frischverzehr, für Marmeladen und Gelees. Oft werden sie auch als kulinarische und dekorative Beilage zum Dessert serviert. Schön ist für die Andenbeere ein sonniger Standort im Kübel auf der Terrasse oder wie hier vor dem Backes oder auch im Beet. Optimal ist auch ein Gewächshaus. Sie liebt Wärme und Sonne. Beim Pflanzen Langzeitdünger in die Erde einbringen und bei Bedarf flüssig nachdüngen. An den Seiten haben wir die Zuckermelone Anasta gepflanzt. Das ist eine französische Zuckermelone mit ausgezeichnetem Geschmack. Sie ist ertragreich und robust. Das Fruchtgewicht beträgt 1 bis 1,5 Kilogramm. Da ist schon was drin. Sie ist durch Veredelung widerstandsfähig gegen bodenblütige Krankheiten. Auch für sie ist ein sonniger, vor Regen geschützter Standort ideal. Ebenfalls aus dem Vollmary Keepencare-Programm ist die Wassermelone Crispy. Sie ist eine zuckersüße Melone im Typ Crimson Sweet. Das knackige Fruchtfleisch ist leuchtend rot und überzeugt im Geschmack. Die Veredelung bietet sicheren Schutz gegen bodenwürdige Krankheiten und fördert eine reiche Ernte. Die Wassermelone Crispy liebt humushaltigen, nährstoffreichen Boden. Die Pflanzen sind sehr wärmebedürftig, sie lieben einen geschützten Platz im Garten oder im kleinen Gewächshaus oder im Folientunnel. Sie gedeihen in Beetkulturen flach auf dem Boden wachsend. Wir haben sie hier nach vorne in unser Pflanzgefäß gesetzt, damit sie runterranken kann und eventuell den Boden zur Ablage der Früchte mitnutzen kann. Dann schauen wir mal, was aus unserer Gemeinschaft von Andenbeere und Melonen wird. Aber ich denke, das wird schon mal was ganz Ordentliches. Hoffen wir auf einen schönen warmen Sommer und dass sie alle prächtig gedeihen und wir sie gemeinsam dann verzehren können. Bis dahin, wir sehen uns!